Jo, hallo und herzlich willkommen hier bei Folge 100 meines Let's Play Minecrafts. Ich hätte diese 100. Folge jetzt fast verschlafen. Ich hatte hier schon, ich meine, wir haben ja hier unser Spielfeld gebaut und gebaut und gebaut und gebuddelt und gebuddelt und, ge und gegraben und gehackt. Und da hätte ich fast übersehen, dass jetzt die Folge 100 ansteht. Und die wollte ich euch jetzt eigentlich nicht mit Buddeln und Erde abgraben verbringen lassen. Deswegen habe ich mich entschlossen, einfach mal zwei Buddelfolgen zu überspringen. Ich meine, wenn ihr drauf besteht, kann ich euch die mal in meinen Outtakes-Ordner online stellen. Dann seht ihr mich noch das Feld fertig ausbuddeln. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Das Spielfeld ist so gut wie fertig. Alles ist schön eingeebnet. Ich habe außenrum noch die Dings abgegraben, die Berge ein bisschen abgegraben, sodass ich jetzt in dieser 100. Folge tatsächlich anfangen kann, meine Spielfläche auszulegen. Und das mache ich jetzt nämlich. Jetzt werde ich mal schnell bei den Schafen vorbeischauen und mal noch die restliche Wolle mitnehmen, die mir so jetzt noch mitgeben auf dem Weg. Jawohl. So, ein bisschen von denen und ein bisschen von denen. Und dann haben wir es doch tatsächlich geschafft. Ups. Und können jetzt das Spielfeld, die Außenlinien und die Mittellinie, Strafraummarkierung können wir auch gleich machen. So, okay, die braune Wolle brauche ich jetzt gerade nicht, aber ich nehme jetzt mal einfach die ganze weiße Wolle mit. Die müsste mir eigentlich rein theoretisch ausreichen. Ja, die Kühe freuen sich auch schon hier auf unser neues Spielfeld, auch wenn sie damit nichts zu tun haben werden. Kühe haben da strengstes Verbot, aufs Spielfeld zu gehen. Okay, so, hier ist jetzt wie gesagt alles eingeebnet. Und jetzt lege ich hier außen gerade noch, mache ich jetzt hier die Spielfelder frei. Hier kommt dann. Ups, das ist natürlich nicht so toll. Muss ich vielleicht noch mal, muss ich mal so machen. Und unten hier die. Ich möchte keine Lücke drin haben hier unten. Okay. Ich sollte hier eigentlich auch kein Problem haben mit dem Tunnel, also mit dem der Höhle, die da unten drunter liegt. So, das war die erste. Ach, das hätte ich mir auf eine Schaufel machen sollen. Steht jemand neben mir? Nee, die sind unter mir. Okay, jetzt machen wir es auch gleich hier. Genug Wolle haben wir. Also eigentlich. Natürlich kann ich dann dieses Gerüst, was ich so oben drauf gebaut habe, dann auch wieder wegmachen. Das lasse ich mal da, bis das Spielfeld dann steht. Und dann lasse ich das ab. Was ich natürlich nicht eingebaut habe, ist eine Fußbodenheizung, eine Rasenheizung. Darauf habe ich jetzt verzichtet, weil wir haben jetzt hier einen ganz okayen Genug gegraben, sodass es da keinen Frost geben sollte erstmal. Wobei es ja schon irgendwann witzig wäre, wenn das Stadion auch noch mal im Schnee liegt. Jetzt mache ich den Rest hier einfach schnell ohne Schaufel fertig. Und jetzt fangen wir mal an, hier schön die Außenlinie. Es gibt ja die eine Torlinie. So, wie kriege ich das am besten runter? Jawohl. Bringen wir hier mal die Linien aus. Das gibt die erste Außenlinie.
war noch am Überlegen, auf welcher Seite meines Stadions ich den VIP-Bereich mache. Ich glaube aber, ich mache den hier auf die Gegengerade praktisch. Weil ich ja vorhabe, das Stadion ein bisschen offen zu meinem Turm hin zu gestalten, sodass ich von meinem Turm aus auch reinschauen kann. Ach, jedes Mal, ja. Noch keine Ecke, bei der es mir nicht passiert ist. Und die VIP-Tribüne, die will ich eigentlich nicht unterbrechen, die will ich durchgängig machen. Da muss aber mit den Tribünen müssen wir immer schauen, wie wir das dann hinkriegen. So. So, so und so. Das ist die Außenlinie. Eigentlich, da unten kommt dann auch noch eins rein. Das lasse ich jetzt gerade aber mal. Jetzt mache ich mir gerade nochmal eine Schaufel für die restlichen Aushebungen. Wahrscheinlich eine wird mir gar nicht reichen. Ja, eine Schaufel. Ich glaube mal zwei. Wir haben ja noch genug Eisen. Betonung liegt auf noch. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Sonst müssen wir irgendwann, aber ich denke mal, spätestens dann, wenn wir die Katakomben unter dem Stadion ausheben, werden wir auch wieder auf... bin ich jetzt? Ist das die Mitte? Jetzt blöd. Ja, müsste die Mitte sein. So, aufpassen, dass wir jetzt hier nicht abstürzen. Genau. Ach, was ich mir jetzt gar nicht markiert hatte, war die Mitte der Breite. Naja, gut, dann wollte ich mal schauen. Unter mir machen sich schon die Hooligans bereit zur Platzstürmung. So. So, jetzt mal gucken, das Feld ist breit 37, dann ist die Mitte der 19. Stein. Die muss ich mir mal irgendwie nochmal markieren hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das hier ist die Mitte meines Spielfeldes. Da packe ich mir oben einfach nochmal eine Fackel dran, damit ich es noch nicht vergesse. Was ich natürlich nicht dabei habe, ist ein Zaun. Moment, das ist die Mitte. Ich habe das Tor soll 5 breit werden. Also hier so. Genau, dann habe ich hier den 5-Meter-Raum. 1, 2, hier. 1, 2, da. Da wird dann auch 2 tief bis da hin. Das ist der 5-Meter-Raum. Torwartraum, Torraum, wie man immer noch sagen will. Und jetzt kommt dann noch der Strafraum. Der wird hier 4. Wie viel? 5, 1, 2, 3, 4, 5. War das jetzt richtig? Mal gucken. Der 11-Meter-Punkt ist praktisch hier. Das ist zwar ein bisschen nah am Tor, aber es ist okay, glaube ich. 1, 2, 4, rein. Jawohl. Gut. Mal schauen, dass ich hier noch die richtige Länge. 1, 2, 1, wie viel waren es? 4, 1, 2, 3, 4, 5. Müsste ich hier außen noch haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gucken, wie viel es da hinten sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe ich jetzt hier 8 gezählt, ja? Irgendwo passt jetzt gerade nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf welcher Seite meines Feldes habe ich Mist gebaut?
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, mein Feld ist eins zu breit. Kann doch gar nicht sein. Ich hab so genau abgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, Freunde der Sonne, ey. Ich habe es wirklich geschafft, hier mein Feld eins zu breit. Naja, gut. Müssen wir wohl oder übel leider nochmal die eine Linie verschieben. Naja, was soll's. Ah, müssen wir das Feld eins schmaler machen. Sonst wird es nachher unsymmetrisch, das wollen wir ja nicht. Sonst macht die UEFA uns da Probleme. Wenn die eine Seite breiter ist als die andere. Aber gut, das schaffen wir jetzt in der Folge auf jeden Fall noch. Jetzt hauen wir schnell ins Bett rein. Und dann machen wir das in dieser 100. Folge auf jeden Fall noch fertig. Mir fest vorgenommen. Das werde ich jetzt auch noch schaffen zeitlich. Kein Problem. Sollte kein Problem sein. Schnell zurück. Jetzt müssen wir vielleicht gerade hier nochmal Wolle mitnehmen. Einfach mal auf Nummer sicher gehen. Über oben habe ich ja eigentlich auch noch Wolle drin. In meinem Schrank. Meiner Vorratskiste. So, jetzt könnte man nochmal ein weißes Schaf. Wollen wir noch ein weißes Schaf? Gerade nicht. Willst du raus? Nee, kann ich raus. Okay, müssen wir jetzt die Linie einfach nochmal gerade verschieben. Die in der Außenlinie, die ist eins zu weit außen. Hätte ich ja vorher zählen können, bevor ich es gebuddelt habe, aber... Was soll's. Stellen wir mal Brot. Jetzt legen wir hier gerade nochmal die Linie. Oh Mann. Trick ist, ich muss glaube ich weiter nach unten gucken, aber auch nicht zu weit nach unten, sonst wird das auch nichts. Also gut. Wie wir sehen, haben wir es hier falsch gemacht. Die Außenlinie ist hier hin. Aufgepasst jetzt hier. Geht es mit der Hacke schneller? Nee. Mit dem Schwert? Auch nicht. Mit der Schaufel? Dauert es auch länger. Mit welchem? Mit der Schere? Oh ja. Okay, man muss nur wissen, welches Werkzeug man benutzen muss. Und dann geht es doch relativ schnell. Mit der Schere habe ich hier das schnell wieder rausgeholt. Zap, 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 zap. Und dann bringen wir wieder die Erde rein. Gut, ja, da haben wir jetzt auch wieder genug. Dann machen wir jetzt hier die Außenlinie noch schnell fertig. Und hoffentlich ist dann das Gras auch gewachsen. Ja, auf der Außenlinie sieht es nicht so schön aus. So, so. Super. Okay. Lass mal gucken. Ach. Wir machen für ein Geräusch hier. Hier mache ich mal den Elfmeterpunkt, das lege ich hier gleich mal fest.
Und den Mittelpunkt kann ich jetzt hier auch gleich mal hier festmachen. Der ist nämlich hier. Den mache ich aus irgendeinem anderen Material, damit man gleich erkennt. Jetzt kann ich aber auch, Achtung, jetzt kann ich hier mal Folgendes machen. 1, 2, jetzt weiß ich es mal, wie ich es gemacht hatte. Hier, glaube ich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So? Nee, falsch. 4 ist hier. Kann es sein, dass ich es so gemacht hatte? Ja, müssen wir jetzt ja nur den Mittelkreis machen. 1, 2, 3, 4. Nee, vom Mittelpunkt sind es 3 weg. 1, 2, 3. Hier praktisch. 1, 2, 3, 4. Oh, ein Gekreis. Ja, genau, das ist der Mittelpunkt. Der Mittelkreis. Das ist ein Mittelkreis. Okay. Und drunter. Oh ja, oh ja. Gut. Ja, da habe ich jetzt gerade kein Dings dabei. Naja, lass mal einfach mal. Oh, jetzt habe ich den Mittel aus dem Blick verloren. So, hier. Hier ist der Mittelpunkt. Zap. Zap. Ja, von außen auch nochmal einen Marker machen. So. Zap. Zap. 5 breit das Tor. Und jetzt hier. 1, 2, zap. 1, 2, 3, 4. Ich weiß noch nicht genau, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. 1, 2. Passt doch, jawohl. 1, 2, 3, 4. Zap. 1, 2, 3, 7, nicht gezählt. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, und noch der da. Supi. Und noch einen verhauen. Danke. Prima. Super. 3, 4. So. Und noch die Wolle hier ausgebracht. Wenn wir jetzt hier einen Flugmodus hätten bei mir hier, dann könnten wir jetzt gleich mal das Feld von oben anschauen. Leider haben wir das nicht. So, und der Elfmeterpunkt ist dann hier. Zap, jawohl. Und dann haben wir alle wichtigen Linien drauf. Da bauen wir noch an das Tor drauf. Jetzt machen wir hier einfach mal einen provisorischen. Oh, ist gerade nichts. So ein Mittelpunkt. Naja, für den Moment ist das jetzt gerade mal der Mittelpunkt. So, jetzt könnte ich, wenn ich lustig bin, mir mal das Feld von oben anschauen. Das habe ich natürlich, das stört jetzt hier gerade noch hier dieses. Jetzt bauen wir uns einfach mal einen Flugmodus. Hoffentlich kommt keine Windspül. So, hier ist das Spielfeld von oben. Es sieht doch eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen. Vorne die Tore. Genau. Hier baue ich dann praktisch die Haupttribüne hin. Hier lasse ich in der Mitte, lasse ich ein Dings frei, damit ich von meinem Turm hier schön reinschauen kann ins Stadion. Hier direkt unter uns wird sich dann die VIP-Tribüne befinden. Und hier kommt dann die eine Fankurve hin und hier drüben dann die andere Fankurve. Ich würde auch sagen, keine Ahnung,
Hier drüben sind die heimischen Fans und da sind die Gastfans. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Aber jetzt haben wir es geschafft, in dieser Folge 100 unser Stadion fertig zu bauen. Also, vergessen den letzten Satz. Haben wir es geschafft, unser Spielfeld fertig zu bekommen. Das war doch ganz ordentlich. Ich hoffe, das war eine würdige 100. Folge. Und dann würde ich sagen, auf die nächsten 100. Oder zumindest erstmal bis zur Folge 101. Ciao, ciao.